Liebe Landsleute, liebe Patrioten, machen wir uns nichts vor. Mit der russisch-deutschen Gaspipeline Nord Stream 2 steht es spitz auf Knopf. Inzwischen wird das Projekt auch von deutscher Seite immer unverhohlener in Frage gestellt. Denken Angela Merkel und ihre Paladine allen Ernstes über einen Abbruch des Weiterbaus der zu 94% fertiggestellten Unterseeleitung nach? Einzig die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern steht lobenswerterweise nach wie vor zur Vollendung des gigantischen Vorhabens. Gigantisch vor allem auch wegen seiner Kosten. Und die würden im Falle eines Aus natürlich zum größten Teil am deutschen Steuerzahler hängen bleiben. Warum? Das Projekt wurde von allen zuständigen Stellen in der EU, darunter nationale Behörden in Deutschland, Schweden, Dänemark und Finnland, genehmigt. Würde die BRD nun den Weiterbau verhindern, und somit die involvierten Unternehmen zum einseitigen Vertragsbruch zwingen, hätte das Schadenersatzforderungen von vielen Milliarden Euro zur Folge, letztlich zu berappen von uns, den Steuerzahlern. Als Begründung für diesen drohenden volkswirtschaftlichen Wahnsinn dient der angebliche Giftanschlag auf den rechtsextremen russischen Regierungskritiker Alexei Nawalny. Glaubt man deutschen Politikern und Medien, dann hatte Kreml-Chef Wladimir Putin in dieser entscheidenden Phase des ohnehin von Beginn an hoch umstrittenen Nord Stream 2 Projekts nichts Besseres zu tun, als einen zweitklassigen Oppositionellen vor den Augen der Welt vergiften und anschließend nach Berlin ausfliegen zu lassen. Das wäre ungefähr so, als würde bei einer Hochzeit der Pfarrer ein letztes Mal in die Menge fragen, ob jemand etwas gegen diese Trauung vorzubringen hätte und ausgerechnet der Bräutigam meldete sich plötzlich zu Wort. Was auch immer mit Nawalny geschah, Putin ist zweifellos die letzte Person, welche ein Interesse daran haben könnte, den Gegnern der Pipeline auch nur das geringste Argument für ihre Haltung zu liefern. Aber selbst wenn russische Geheimdienste in den Vorfall verwickelt sein sollten, wären weitere Sanktionen oder eben gar ein Abbruch von Nord Stream 2 der Gipfel, typisch deutscher Doppelmoral. Oder erinnert sich jemand daran, dass die bestialische Ermordung des Dissidenten Jamal Khashoggi im Generalkonsulat von Saudi-Arabien in Istanbul irgendwelche handelspolitischen Folgen für das Ölkönigreich hatte? Wie wird es jetzt also weitergehen? Wer die aktuellen Äußerungen Angela Merkels mit jenen vergleicht, die sie vor ihren politischen Kehrtwendungen in der Vergangenheit getätigt hat, muss zu dem Schluss kommen, dass für die Kanzlerin ein Ende von Nord Stream 2 bereits gemachte Sache ist. Einstweilen ergeht sie sich in wolkigen Andeutungen à la man dürfe nichts mehr ausschließen. Indessen arbeiten die quasi gleichgeschalteten deutschen Medien mit Werf an einer beispiellosen Verteufelung Russlands, schaffen eine Stimmungslage in der Öffentlichkeit, mit der das Berliner Regime seine Rolle rückwärts legitimieren kann. Ein Ende von Nord Stream 2 hätte für Merkel und ihre CDU gleich mehrere Vorteile. Die sogenannte Energiewende wäre noch unumkehrbarer, ein massiver Ausbau der Windkraft sowie der Solarstromgewinnung noch besser begründbar. Vor allem aber hätte sich die Merkel-Partei mit diesem Schritt das Wohlwollen der Grünen erkauft, welche einerseits die Gaspipeline durch die Ostsee strikt ablehnen, aber andererseits als künftiger Koalitionspartner auf Bundesebene avisiert sind.
In Mecklenburg-Vorpommern wäre es vor allem die SPD, die nach einem Scheitern von Nord Stream 2 dumm dastehen würde. Hatte gerade sie sich doch stets am weitesten gen Moskau aus dem Fenster gelehnt. Mit der Landes-CDU nur halbherzig daneben stehend. Es ist auch im deutschen Nordosten bald Landtagswahl und eine derartige Blamage könnte den Spezialdemokraten in Schwerin schnell das Genick brechen. Immer geht es nämlich auch und vor allem um Macht. Und für die ist Angela Merkel bekanntlich bereit, alles zu opfern. Zig Milliarden Euro Schaden zu bezahlen von den Bürgern interessieren da herzlich wenig. 120 Firmen, die an der Gaspipeline hängen, spielen weder für die Kanzlerin noch für die Grünen eine Rolle. Die Chefin der Letzteren, Annalena Baerbock, hat schon mal beschieden, dass Unternehmen eben mit derlei Risiken leben müssten. So spricht jemand, der noch keinen Tag seines Lebens sein Geld mit harter Arbeit selbst verdienen musste. Von Deutschlands dann irreparabel ramponiertem Ruf als verlässlicher Investitionspartner und Standort wollen wir hier gar nicht weiter reden. Am Ende steht wieder diese eine Frage, nämlich ob sich das Volk solchen Irrsinn widerspruchslos gefallen lässt. Lassen die Steuerzahler es sich gefallen, dass sie für die destruktive Politik Angela Merkels und ihrer Hintersassen immer neue Milliardenbeträge aufbringen müssen? Lassen die Deutschen es sich gefallen, dass sie nach dem allfälligen Aus für Nord Stream 2 noch höhere Strompreise werden bezahlen müssen? Auch um den Widerstand gegen diese volksfeindliche Politik zu forcieren, die Menschen aufzuklären und zu aktivieren, wird in Kürze das Projekt Küstenwende an den Start gehen. Unsere Website ist fast fertig, erste Aktionen bereits in Planung. Bis dahin, abonniert bitte auch meinen YouTube-Kanal, werdet Mitglied meiner Telegram-Gruppe und vor allem bleibt stets aufrecht. Bis bald.